Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch schon im letzten riesen, gigantischen Make-up-Haul angedroht, dass das nächste Video wahrscheinlich ein Schminkschnack wird. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie über ein bestimmtes Thema quatsche, weil ich will mich einfach auf die neuen Produkte konzentrieren und darüber so ein bisschen sprechen. Ich möchte vorab sagen, dass ich mir meine Augenbrauen schon gemacht habe. Freunde, beruhigt euch. Lasst es mich kurz erklären. Urlaub, Griechenland. Mathilda hat Mittagsschlaf gemacht und wir hatten All-Inclusive. Und All-Inclusive bedeutet für mich übersetzt der Todesschein für Etikette und Anstand. Lagen am Pool, ich zu Christoph gesagt, Schatzelei, hol doch mal der Mutti Pina Colada. Gesagt, getan. Man sagt ja, All-Inclusive-Getränke sind gepanscht. Also Wasser hat dieser Cocktail auf jeden Fall nicht gesehen, geschweige denn andere alkoholfreie Getränke. Und Leute, ich hatte richtig einen Tee, richtig krass einen Tee. Kam dann auch noch auf die glorreiche Idee, das Water Gym über den Haufen zu werfen, weil da war ich absolut nicht mehr in der Lage dazu, und mir die Augenbrauen zu zupfen. Dabei habe ich mich, ja, in Ekstase gezupft. Und die müssen jetzt erstmal wieder gleichmäßig nachwachsen. Nur, dass ihr nicht die Krise bekommt wegen meinen Augenbrauen. Ich möchte euch aber gern trotzdem sagen, was ich verwendet habe. Und zwar habe ich einmal verwendet von Anastasia Beverly Hills die Dip Brow Pomade in der Farbe Ash Brown. Dann habe ich das Ganze ja mit Augenbrauengel quasi fixiert. Und das ist ein richtig gutes Augenbrauengel, das von Anastasia Beverly Hills, das ist das Klare. Also da ist wirklich, als hättet ihr eure Augenbrauen einmal an der Stirn festgetackert, da bewegt sich nichts mehr. Und dann habe ich das Ganze noch ja so ein bisschen in Form gebracht mit diesem Spoolie, einmal vorher und nochmal danach. Und mit dem Pinsel habe ich das Augenbrauen, die Augenbrauenpomade aufgetragen. So Freunde, ich würde sagen, ihr habt den Haul gesehen, wir fangen an. Ich habe mir jetzt alle Produkte, die ich gern heute verwenden möchte. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Look wird, ob das überhaupt ein Look wird, keine Ahnung. Ich habe erst überlegt, mit den Augen anzufangen. Ich fange aber nie mit den Augen an, von daher. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Lidschatten nicht ganz so ein krasses Fallout haben. Hatice sagt immer, dass sie Fallout überhaupt nicht schlimm findet bei Lidschatten. Ich schon, ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden. Und ja, wir fangen jetzt trotzdem mit der Foundation an. Nutzen wir aber eine Base, und zwar ist das der Becker Backlight. Nutzen wir einmal von Becker den Backlight Primer, also diesen Glow Primer. Und den trage ich mir jetzt einmal aufs Gesicht auf. Ich nehme anderthalb Pumpstöße für meinen Riesenschädel. Ich hoffe, dass das reicht. Und dann, ich glaube, oha, das riecht so geil. Ich habe das schon in meinem Make-up-Haul gesagt. Oh, das riecht einfach so gut. Meine Haut schon eingecremt, das ist allerdings jetzt schon wieder ein paar Stündchen her. Auf jeden Fall finde, er ist nicht sehr reichhaltig. Also es ist jetzt nicht so hat nicht so eine wahnsinnig dicke Konsistenz. Und lässt sich sehr, sehr gut einarbeiten und ist klebrig. Ich glaube, man sieht das auch so, dass meine Hand so ein bisschen anklebt. Also das dazu, was können wir denn zum Finish sagen? Ich finde, auf der Nase sieht man es. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Heute ist das Licht sehr gut, weil wir keine Sonne haben. Ob man es auf der Nase sieht. Übrigens, falls meine Haut sehr unruhig aussieht, liegt das daran, dass ich letztens erst wieder bei meiner Kosmetikerin war und die immer ausdrücktechnisch wirklich alles gibt. Also, okay, das Klebrige verzieht sich schon relativ schnell. Ich glaube, ich darf nicht so lange rumschnacken. Also so der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Foundation funktioniert. Jetzt trage ich den Under Eye Corrector von Becker auf. Und da haben mir tatsächlich ganz, ganz viele geschrieben, dass sie das Produkt kennen und richtig, richtig gut finden, aber dass man ganz wenig nehmen muss und am besten trägt man das mit den Fingern auf, habt ihr mir alle geschrieben. Jetzt habe ich aber das Problem mit meinen Nägeln. Ich glaube, ich trage mir das jetzt wirklich mit den Fingern auf, aber verteile das vielleicht mit dem Pinsel. Obwohl, nee, es geht. Das ist die Frage, was ist zu viel und was ist zu wenig? Also ich glaube, ich könnte noch ein bisschen vielleicht am äußeren Rand des Auges vertragen. Falls ich jetzt übrigens hier die falsche Reihenfolge mache, ich bin ja jetzt auch noch, das ist für mich jetzt absolut Neuland. Also was ich sagen muss, der lässt sich sehr, sehr schön einarbeiten. Man kann den auch gut verreiben, so, ohne dass der irgendwie streifig wird, das finde ich gut. Ich klopfe den jetzt noch so ein bisschen an. Hier habe ich das Gefühl, brauche ich, also man braucht wirklich ganz, ganz wenig Produkt. Ich glaube, von diesem Teil hat man ewig was. Ob ihr einen Unterschied seht? Und ich muss sagen, ja. Ich hoffe, man sieht den Unterschied in der Kamera. Ich sehe den Unterschied wirklich krass. Wow, wirklich, wirklich schön. Also, toll. Ich mache jetzt eben die andere Seite noch. Nur ganz kurz ohne Druck diesen hier machen. Und dann habt ihr das Produkt schon in der Haut. Also, ich finde, man sieht den Unterschied ganz eindeutig. Und ich finde es
vom ersten Eindruck her sehr, sehr gut. Sagen, ich scheiße mir fast ein vor diesem Video ohne Mist, weil ich so aufgeregt bin, weil ich habe halt Angst, dass ihr so wahnsinnig hohe Ansprüche habt. Aber das ist für mich jetzt auch neu. Ich meine, ich schminke mich jetzt nicht erst seit heute oder seit gestern, aber es sind für mich komplett alles neue Produkte. Also ich lerne jetzt gerade so ein bisschen damit rumzuspielen. Dann trägt sie sich ganz oft Highlighter. Das ist dieser von Marc Jacobs. Ich hoffe, dass ihr meinen Haul gesehen habt, weil ich will jetzt nicht so viel zu den Produkten sagen. Das habe ich im Haul gemacht. Wie gesagt, der ist direkt unten als erstes in der Infobox verlinkt. Und das ist von Marc Jacobs der Highlighter aus der Coconut-Reihe. Und ich mache mir davon jetzt mal ein bisschen was. Es ist schwierig, davon ein bisschen was zu bekommen, das muss ich ehrlich sagen, auf die Haut. Und trage mit denen, ich habe hier einen angefeuchteten, also der ist schon wirklich richtig gut nass, Make-up-Schwamm, das ist der von Evelyn. Ich finde den absolut gut. Guckt euch das mal an. Das ist so ein geiler Highlighter. Der ist so schön. Und das trägt sie sich halt immer schon direkt. So kann man rausgehen, oder? Vor der Foundation einmal auf die Wangenknochen. Dann meine ich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jedes Video von ihr auswendig kann. Und dann trägt sie sich das mit dem Schwamm einmal auf und arbeitet das auch direkt schön ein. Es ist jetzt in die Haut eingearbeitet. Was ich sagen muss, also es hinterlässt so einen ganz, ganz schönen, fast schon goldigen Glow. Also es ist schon was Gold, es ist schon eher Champagner, aber schon mit einem Gelbeinschlag mit drin. Was ich jetzt sagen muss, es betont, ich habe jetzt nicht viele Poren. Ich habe jetzt keine, also was heißt, ich habe schon viele Poren wie jeder andere Mensch. Jetzt keine so hervorstechenden, große Poren. Aber das betont selbst meine kleinen Poren. Aber es kommt ja noch Foundation drüber. Also haut mich jetzt so nicht um, muss ich sagen. Ich gucke jetzt mal, wie gesagt, wie es aussieht, wie, wenn Foundation drauf ist. Was hat die zum Beispiel auch gerne macht, ist das mit in die Foundation reinzumischen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal so arbeiten. Ich das eben wirklich so in der Form noch nicht kenne und in die Foundation mischen, das kenne ich, das gibt es schon ewig. Gut, ich würde sagen, der nächste Schritt ist Foundation. Was mich gerade wirklich richtig umhaut, ist der Under Eye Corrector. Das ist wirklich richtig geil. So, und zwar mit Foundation machen wir weiter mit der von Becca Aqua Luminous Perfecting Foundation. Die soll ja sehr glowy sein, nicht so stark deckend. Okay, wo kommt jetzt hier das Produkt rein? Ach Gott, stimmt, das war ja mit so einer Pipette. Also das kommt in so einer Pipettenform, auch das kenne ich absolut noch gar nicht, also noch nie gehabt. Wie trage ich mir das jetzt auf? Man trägt ja Foundation immer dort auf, wo man die meiste Farbe haben möchte. Ja. Shit. Hallo Schatz. Schön siehst du aus. Ich habe gerade komplett mein Oberteil mit Make-up eingeseift. Also ich muss sagen, vielleicht muss ich mich daran noch gewöhnen, aber ich finde das jetzt nicht besonders geil hier. Pumpspender. Ich fände einen Pumpspender besser so. Ich muss zu der Farbe sagen, ich weiß nicht, wie die in der Kamera rüberkommt. Sie ist auf jeden Fall gelbstichig, was ich super cool finde. Sie ist nicht light. Die Farbe nennt sich light. Das ist für mich nicht light. Also wenn ihr richtig hell seid und die Farbe bestellt und denkt, oh geil, das ist was für helle Haut. Nee, ist es nicht. Ich mute, dass die auch noch nachdunkeln wird, weil das so gut wie jede Foundation macht. Das ist nun mal so. Ich will jetzt nicht zu lange warten. Ich trage das jetzt mal mit dem Pinsel auf. Der ist von For Your Beauty. Den habe ich bei Rossmann gekauft. Habe ich euch auch in einem Haul gezeigt. Und das ist das erste Mal, dass ich Foundation mit so einem Pinsel auftrage. Was macht man denn da? Hat die reibt, glaube ich, immer. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall, der Auftrag mit diesem Teil, vielleicht mache ich es auch falsch, gefällt mir überhaupt nicht. Und ich mache einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich merke sofort, dass es nicht an der Foundation liegt. Übrigens benutze ich an der Stirn, weil meine Stirn immer total gleichmäßig ist. Ich habe da nie Unreinheiten oder sonst irgendwas. Benutze ich immer wirklich nur den Rest von meiner Foundation, die ich am Pinsel habe. Ich trage die andere Seite jetzt definitiv mit dem Schwamm auf. Und da mein Pinsel noch schön nass ist, und da mein Ei noch richtig schön nass ist, benutze ich jetzt quasi den Arsch vom Ei, um mir, ja, braucht man nicht drüber reden. Es war mir von Anfang an klar, also war mir nach dem ersten Pinselstrich klar mit dieser Bürste,
Die Foundation ist wahnsinnig schön. Ich drücke damit jetzt so die Foundation nochmal so ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, einfach, dass ihr das Ergebnis auch sehen könnt. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr, sehr glowy, sehr leicht. Also es ist auf jeden Fall keine stark deckende Foundation. Was ich mir aber vorstellen kann, sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass ihr diese Foundation wirklich super schichten könnt. Weil die ist so leicht und so schön. Aber wie gesagt, für mich macht es am meisten Sinn mit dem Ebeline Eye, auf jeden Fall. Zur Farbe kann und möchte ich sagen, die Farbe ist für mich der Hammer. Es ist gut, dass ich die jetzt ausprobiert habe, weil ich habe gedacht, ich muss noch ein bisschen warten mit der Foundation, weil light, du denkst halt hell und ich bin im Moment nicht light, ich bin wirklich gut gebräunt. Die ist perfekt für meinen Hautton und ich glaube, ihr seht es auch am Bürstchen, die ist sehr, sehr gelb und die dunkelt auch ein bisschen nach. Also das dazu. Freunde, jetzt machen wir weiter mit den Augen, dass ich auch so das Make-up erstmal so ein bisschen setzen kann. Für die Augen die Just Peachy Matte Palette von Hummels. Der hat hier eine Collection rausgebracht, dort Lene. Wenn er schon gay Fußball spielen kann, hat er sich gedacht, mach schnell Lidschattenpalette. Die ist, wie gesagt, von Too Faced. Die habe ich mir auf Rodos im Sephora gekauft. Meine aber auch. Die bekommt ihr gut über Douglas. Und wir fangen... Boah, der Geruch, ey. Ich krieg gleich das Kotzen, ey. Das riecht wirklich... Das ist... Nee, das ist einfach zu viel. Nehme ich für mein komplettes Lid erstmal, um das Make-up so ein bisschen zu setten, das die Farbe Peach Butter. Das ist diese hier in der Mitte. Und ich glaube, ich nehme auch direkt den Spiegel. Übrigens, falls ihr mir gute Pinsel empfehlen könnt, her damit. Also, es muss jetzt nicht super teuer sein. Ich habe meine Pinsel, die sind teilweise schon 10 Jahre alt. Das wird mal Zeit, dass da auch mal so ein paar neue rankommen. Und ich trage das mit so einem großen, schönen, wuscheligen Blenderpinsel auf. Ich meine, der ist von Ebeline, den habe ich auch schon lange. Und was ich immer mache, ist das Puder vom Lidschatten oder eben das normale Gesichtspuder, bevor ich meine Augen schminke, auch über die Wimpern mit aufzutragen. Weil dadurch könnt ihr wirklich gut verhindern, dass eure Mascara abfärbt. Einfach diese flüssige Konsistenz von der Mascara nochmal schön fixiert wird und eure Wimpern schön abmattiert werden. Weil man cremt sich ja ein und da kommt ja gerade bei Augencreme auch immer mal was mit an die Wimpern. Also das mache ich wirklich immer, dass ich meine Wimpern abpuder, wenn ich sie tusche. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber er krümelt schon etwas, aber ganz, ganz sanft. Also auf keinen Fall irgendwie störend. Aber bei so einer Farbe ist es ja sowieso nicht so schlimm, wenn die mal ein bisschen krümelt, ne? Ich muss euch da nochmal ein bisschen ranholen. Die Foundation sieht wirklich richtig geil aus. Richtig, richtig schön. Ich bin jetzt echt froh, dass ich es nochmal mit dem Ebeline Eye aufgetragen habe. Dann nehmen wir diesen Ton hier, der nennt sich Fresh Picked und den nehme ich einmal für die Lidfalte. Und der, also jetzt so vom Reintunken, krümelt überhaupt nicht. Wow. Das ist, dass ich halt wirklich viel, viel Fläche habe auf dem Auge und deshalb kann ich auch ziemlich hoch gehen, was die Blendefarbe betrifft, auch wenn die etwas dunkler ist. Das ist bei mir kein Problem. Ist schon krass für eine Blendefarbe, aber ich will jetzt auch kein Mama-Make-up machen, sondern das kann ruhig schon ein bisschen knallen. Ich liebe ja so Orange- und Rottöne am Auge. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch keine Angst davor. Das ist an Rot und Orange muss man sich halt erstmal rantasten, aber ich mache das schon seit Jahren. Ich habe früher, da gab es ganz wenig rote Töne, auch im High-End-Bereich. Und da habe ich mir immer von Shiseido einen roten Blush aufgetragen als Lidschatten. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut und die hat überhaupt nicht gekrümelt. Ich versuche euch das mal kurz zu zeigen. Seht ihr das? Diese Farbe habe ich jetzt benutzt, die hat überhaupt nicht gekrümelt. Nämlich die Farbe, diese hier, Peach Punch, diesen Ton hier. Keine Ahnung, was ich damit mache. Boah, ich brauche echt neue Lidschattenpinsel. Der ist auch schon uralt, da steht schon nichts mehr drauf. Ich glaube, der ist mal von Barbara Hoffmann gewesen. Und gebe mir das jetzt so ein bisschen noch über den Ton einfach, um das Ganze so ein bisschen zu intensivieren. Und gehe damit auch schon so ein bisschen in meine Lidfalte. Krümelt auch nicht.
Krasse Scheiße, krümelt überhaupt nicht. Die Ausblendefarbe, die ich vorher aufgetragen habe, wirkt das Ganze sehr, sehr schön weich, also gerade vom Übergang her. Und es verblendet sich quasi von selber. Also ich brauche nichts machen. Übrigens, was ich euch als Tipp geben kann, ich sehe Leute immer noch so verblenden. Fasst den Pinsel, das ist wie mit einer Kreissäge, den Pinsel einfach so weit hinten wie möglich an. Dann habt ihr die lockerste Hand einfach dafür. Freunde. Und guckt euch jetzt mal bitte meine Augen an. Guckt euch mal jetzt meine Augenfarbe an. Guckt, spult nochmal zurück, guckt ohne diesen Lidschatten, jetzt guckt nochmal mit. Und dann soll mir nochmal jemand sagen, roter Lidschatten ist verheult. Also ganz ehrlich, das höre ich überhaupt nicht mehr. Das ist für mich, das ist überhaupt kein Argument. Dann gehe ich hier in diesen wunderschönen Ton, weswegen ich mir eigentlich die Lidschattenpalette gekauft habe. Ja, das... Und der nennt sich übrigens Peach Sangria und der, ja, ist einfach wunderschön. Das ist so ein schöner Bordeaux-Ton. Okay, der krümelt jetzt etwas, aber der hat auch einen lila Einschlag mit drin. Das haben Lidschattentöne, die nur einen Hauch lila oder blau Einschlag mit drin haben, immer Fallout. Das ist einfach so. Jetzt hoffe ich, dass der nicht... Leute, der trägt sich auf wie Butter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Mist, der Geruch ist ekelhaft. Also ich muss es jetzt wirklich mal so sagen, ich habe mich in meinem Horn noch zusammengerissen, aber es riecht nicht gut für mich. So, jetzt softe ich das Ganze so ein bisschen nach außen aus. Ich habe ja sowieso schon diese Katzenaugenform vorgegeben und von daher bietet sich das bei mir eigentlich immer an und ich mache das eigentlich auch immer, dass ich das ja so ein bisschen nach außen ziehe. Was ich jetzt noch mache, ich nehme den Ton Just Ripe oder Wrap oder was auch immer, diesen hier. Und da gehe ich auch mit einem sauren Blendepinsel rein. Ich musste mir den jetzt eben mal kurz abwaschen. Und gehe damit direkt über den Orangeton. Weil ich will jetzt natürlich, ich würde jetzt so viele Lidschatten wahrscheinlich nicht verwenden. Aber ich möchte natürlich euch so viele Töne wie möglich aus der Lidschattenpalette demonstrieren und ich möchte sie halt auch selber für mich ausprobieren. Allerdings sagen, dass schon so ein bisschen Highlight-Ton fehlt. Deshalb gucke ich jetzt mal, nehme ich jetzt aus meiner Naked Heat Palette diesen Ton hier. Der hat halt noch so ein bisschen Schimmer. Einfach, ich brauche ein bisschen Schimmer auf dem Lid. Und das gebe ich hier an den höchsten Punkt quasi des Augapfels. Ah, geil. Richtig geil. Ich glaube, ich sprühe ihn aber trotzdem mal an. Ich will es einfach mal ausprobieren. Direkt mal mit dem Marc Jacobs mal sehen, ob ich den Pinsel treffe oder den Rest von meinem Haus. Ich glaube, ich treffe alles, aber nicht den Pinsel. Ja, komm, leck mich doch am Arsch. So, den trage ich jetzt hier wirklich nur in der Mitte auf, also wirklich auf dem höchsten Punkt. Damit das, wenn sich das Auge bewegt, richtig schön mit... jongiert. Die Naked Heat Palette ist wirklich was für Rot, Orange, Lidschatten, Liebhaber. Das ist, kann man wirklich nicht anders sagen. Die Farben sind wie Butter. Ich muss aber sagen, dass die Naked Heat Palette ja auch schimmernde Töne hat, wie jetzt zum Beispiel den. Und dass die aber mehr Fallout haben, allgemein die Lidschattenpalette von Urban Decay, als diese hier. Also ich glaube, man kann es schon wirklich gut erkennen. Ich trage mir jetzt einmal kurz einen Kajalstift auf. Und zwar ist das einer von Rituals, der Intense Color Eye Pencil. Und das ist so ein geiler, ja, seht ihr das? So ein geiler lila Bordeaux-Ton. Also es ist, hat auch schon einen schönen Bordeaux-Einschlag mit drin. Den trage ich mir jetzt einmal auf die obere Wasserlinie und auf die untere Wasserlinie. Da kommt auch der Wasserlinie mehr Rot rüber, was ich richtig geil finde. Ich merke gerade, dass mir das Auge zu wenig Dimension hat. Deshalb gebe ich jetzt noch Peach Tart. Das ist ein dunkler Braunton. Der ist mir zu dunkel und auch schon fast wieder so ein bisschen zu kühl. Deshalb gebe ich mir diesen warmen Braunton jetzt in die Lidfalte. Es ist so krass, der krümelt auch nicht. Findet bitte mal einen braunen, matten Lidschatten, der so gut wie gar nicht krümelt und so eine Farbabgabe hat. Die Palette ist der absolute Wahnsinn. Das, was das einfach bringt, ich glaube schon. Was Hattie halt auch immer sagt, was ich komplett so unterschreibe, ist, dass ein Auge immer so ein bisschen unkomplett wirkt. Unteren Wimpernkranz kein Lidschatten. Es geht mir genauso. Ich brauche immer Lidschatten am unteren Wimpernkranz. Und ich blende auch immer, wenn ich Lidschatten trage, sehr weit nach unten aus.
Aber seht ihr das? Ich finde das so geil. Das mache ich jetzt tatsächlich übrigens auch mit diesem Ton hier. Mit diesem krass roten. Ja, Franzi, guck mal, ob du was siehst. Hm? Schmink dich mal schön. Und damit schafft man halt auch echt eine gute Verbindung für den kompletten Look. Jetzt nochmal die Farbe Peach Punch, diesen hier, und trage mir den direkt unter dieses Rottönchen. Was ja auf dem oberen Lid genauso ist. Ich habe erst diesen mit diesem Orangeton quasi verblendet. So weit runtergehen. Ich weiß, dass das die wenigsten machen. Ich habe ja immer dieses Ei von Rossmann gehabt, von For Your Beauty. Dieses, nee, das Ebel, nee, nicht das Ebelin. Das ist gar nicht das. Doch, das ist das. Wie heißt die Firma von DM? Ebelin, ne? Und von Rossmann? For Your Beauty. Oder? Ich hatte, glaube ich, immer das For Your Beauty Ei und jetzt habe ich das von DM und das ist so dick, ey. Du denkst echt, du hast einen Ochsenhoden in der Hand. Das ist so krass, das ist so dick und also bis jetzt gefällt mir das von DM deutlich besser, muss ich sagen. Für unter die Augenbraue nehmen wir einen Highlighter. Ich habe da Bock auf Glamour. Könntet jetzt natürlich auch eine von den Farben nehmen. Ihr braucht dafür keinen Highlighter, auf keinen Fall. Aber ich möchte ja, wie gesagt, so viel wie möglich in Action ausprobieren. Deshalb nehmen wir jetzt den Highlighter von Becca, den Moonstone. Und ich sprühe auch hier vorher meinen Pinsel an. Ich trage mir das direkt unter die Augenbraue, beziehungsweise unter den Augenbrauenbogen und mache aber auch so ein bisschen noch hier vorne hin. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe. So, Freunde, es ist sehr, sehr düster. Ich stehe da voll drauf. Also ich finde es echt cool. Aber ich habe mir jetzt ganz bewusst einen dicken Eyelinerstrich gezogen. Franzi, jetzt hier keinen Scheiß. Ich habe es nicht hinbekommen und habe einfach jetzt, ja, der wurde immer dicker und jetzt bin ich Amy Winehouse. War gar nicht schlimm, weil ich finde, es passt tatsächlich zu dem Look. Was ich aber immer noch gern mache, wenn ich sehe, dass meine Wimpern getuscht sind und der Eyeliner sitzt, quasi so der fertige Look, dass ich nochmal an Lidschatten nachkorrigiere, wenn mir irgendwas fehlt. Jetzt nochmal in diesen Ton hier und gebe mir das nochmal, schon erwähnt, dass die Lidschattenpalette stinkt, einmal hier direkt über die Lidfalte. Einmal direkt über die Lidfalte. Und nochmal unten hin. Ganz einfach aus dem Grund, weil mir jetzt ein bisschen wenig Orange war und zu viel Rot. Das war's. So, jetzt tragen wir Concealer auf. Und da nehme ich den passenden zu der Becca Foundation. Und zwar der Becca Aqua Perfection Blabla. Ist da irgendwie... Habe ich ein Montagsprodukt? Warum kommt hier nichts raus? Kommt extrem wenig Produkt raus. Riecht übrigens nach nichts. Jetzt hoffe ich, dass ich den gut einarbeiten kann. Probieren wir es doch nochmal mit diesem Pinsel. Ich habe ja eine relativ... Zumindest hier unten und an der Nase... Ich habe ja ein großes Gesicht, ich kann das machen. Der lässt sich auf jeden Fall auch ganz, ganz toll einarbeiten. Ganz, ganz weich, wie Butter. Also, ich verstehe, was die mit Aqua meinen. Das ist halt wirklich eine ganz, ganz leichte, schöne Textur. Wann ich das letzte Mal so viel Make-up in der Laufe hatte. Ich muss sagen, der Concealer funktioniert mit dieser Bürste hier ziemlich gut. Also viel besser als die Foundation. Jetzt mache ist unter den Augen zu baken. Ich habe es noch nie gemacht. Leute, wenn es jetzt der größte Fail wird aller Zeiten, dann ist es so. Und zwar mit dem Puder von La Mer. Das ist das The Powder. Und es riecht eigentlich, ich würde sagen, nach nichts. Und wenn es nach was riecht, dann sehr, sehr hochwertig. So, wie mache ich das jetzt? Ich mache das direkt mit der Quaste. Huch, oh, das ist ja so fein. Gebe ich mir jetzt unter das Auge, um den Concealer zu setzen und nochmal zusätzlich zu highlighten. Lasse ich jetzt auch einwirken. Also Hattie lässt das auch immer so 10 Minuten drauf. Bin jetzt mal gespannt. Das restliche Gesicht werde ich mein Laura Mercier Puder verwenden. Also es ist auf jeden Fall eine Nuance heller. Wenn es jetzt nicht zu sehr nachdunkelt. Wow, und es ist ganz, ganz, ganz fein. Ja, ich glaube, man sieht es. Ich glaube, es ist besser, wenn man das mit dem Make-up-Sponge aufträgt, denke ich. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz feine Textur. Ich bin jetzt mal wirklich richtig gespannt, wie es aussieht, wenn ich das wegwische quasi.
Jetzt pudern wir das komplette Gesicht ab und zwar mit dem Laura Mercier Candle Glow Puder. Ich habe die Farbe 01 oder 1. Das ist so geil, ich habe an jedem Make-up-Produkt einen Spiegel. Mit so vielen Spiegeln im Haus. Ein ganz leichtes Puder. Oh ja, und das hinterlässt ein ganz, ganz schönes, so, ich will mal sagen, so ein satiniertes Finish. Also es ist auf gar keinen Fall matt, ne? Aber ich meine, das sagt ja schon der Name. Oh ja, jetzt sehe ich aus wie Ghostface, ne? Ich finde aber die Farbe von dem Puder gut. Also es ist jetzt nicht super, super hell, auf keinen Fall, auch wenn es hier so aussieht. Aber dadurch, dass es extrem schier ist, also es ist kein deckendes Puder, auf keinen Fall. Jetzt tragen wir die Kontur auf und, oder tragen wir jetzt erstmal das hier unterm Auge ab? Nee, es ist ja noch nicht genug Zeit vergangen. Nee, wir tragen jetzt erstmal die Kontur auf. Und zwar hatte ich euch da, ich habe euch sowieso drei Make-up-Produkte verschwiegen. Ihr werdet es jetzt gleich noch sehen. Und zwar einmal die Contour Spectrum Palette von Zur Eva. Und die habe ich mir geholt, weil ich keine Konturfarbe mehr da habe. Und da werde ich jetzt diesen Ton hier nehmen, um zu konturieren. Und mir hat letztens jemand unter das Foto geschrieben. Oh, der krümelt aber doll. Franzi, deine Augenbrauen sehen toll aus, aber, warte, ich muss erstmal konturieren. Deine Kontur muss noch sauberer werden, dann ist alles perfekt. Und ja, versuchen wir jetzt mal eine perfekte Kontur zu machen. Ich mache übrigens nicht wirklich eine 3, also ich gehe dann zwar hier unten nochmal lang, aber ich mache das jetzt nicht hier. Weil viele gehen direkt hier so lang und das finde ich, das kann ganz schnell wirken, wie so ein Make-up-Rand. Auch super gut verblenden. Ja, und Leute, ich muss echt zugeben, es ist schon was anderes, die Kontur aufzutragen, wenn man das Gesicht vorher abgepudert hat. Ihr habt schon recht, es ist schon, geht schon besser, ne? Es wird tatsächlich nicht fleckig. Aber wenn man trockene Haut hat, so wie ich neige eher zur trockenen Haut, hat man immer so ein bisschen Angst vor Puder. Oh je, es ist richtig, richtig geil vom Finish her. Wow, krass. Und es hält schon echt extrem auf. Also ich glaube, da muss ich schon nochmal mit Bronzer nachgehen. Hätte ich ja jetzt sowieso gemacht. Und jetzt kommt endlich ein bisschen Bräune ins Gesicht. Wenn ich schon aussehe, wie ich sehe, seine Mutter unter Make-up, will ich auch davon jetzt ein bisschen was sehen. Zwar nehme ich da natürlich meinen immer noch nicht unterzeichneten Bronzer von Tom Ford, dieses Schätzchen hier. Ich weiß gar nicht, ob der limitiert ist. Keine Ahnung. Und da ist auch wieder ein Riesenspiegel mit dabei. So, und den Bronzer nehme ich persönlich immer. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das macht jeder anders. Ich verwende fast nie Rouge. Und ich trage den Bronzer immer als Rouge auf. Also mein Bronzer ist mein Rouge-Ersatz. Dieser Bronzer ist der absolute Wahnsinn. Der hinterlässt so einen geilen Glow jetzt schon. Seht ihr das? Seht ihr die Farbe? Oh, ist der schön. Und ich finde auch zu so roten Augen-Make-ups passt, oder rot-orange, passt dieser Bronzer-Look, dieser ja so Beach-Babe-Look, sage ich jetzt einfach mal. Ich sehe mehr aus wie Babe als Beach. Das passt immer ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Sehr schön. Ich gehe kaputt. Leute, es ist so krass für mich gerade, Bronzer und Konturpuder über Puder zu... Leute, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass der Pinsel, der gleitet über meine Haut. Ne? Das ist jetzt kein Scheiß. Das ist... Oh, ist das schön. Oh, ich bin so verliebt. Ich konturiere übrigens meine Nase nicht. Finde, brauche ich nicht. Leute, falls ihr jetzt demnächst Geburtstag habt oder nicht wisst, welches Beauty-Produkt ihr zu Weihnachten euch wünschen sollt, das ist der Wahnsinn. Der ist so schön. Ungelogen, der schönste Bronzer, den ich bis jetzt im Gesicht hatte. Kein Scheiß. Also ich kann euch schon mal so viel sagen, der Marc Jacobs Highlighter, diesen hier werde ich nicht nochmal so auftragen, wie Hattie das macht, sondern werde ihn in die Foundation mischen, weil ich finde, dass der sich absetzt. Der setzt sich so ein bisschen
unschön in die Fältchen ab. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich sehe ihn noch, man nimmt ihn auf jeden Fall noch wahr. Wenn ihr eine ganz glatte, wunderschöne Haut habt, dann funktioniert das sicherlich mit dieser Methode, möchte ich nicht bestreiten. Aber so gefällt es mir nicht. Also ich würde ihn definitiv nicht nochmal so benutzen. Ich würde ihn in die Foundation mischen, weil so an sich ist es ein mega schöner Ton. Was wir jetzt noch machen, ist den Highlighter auftragen. Und zwar den Moonstone von Becca. Den hatte ich ja schon als Highlight für die Augenbraue genommen. Das. Seht ihr das? Geile Scheiße. So. Das verblende ich jetzt auch nochmal schön, damit das nicht zu krass einfach aussieht und nochmal so ein bisschen aus den Poren rausgefegt wird quasi. Mache ich sehr, sehr gern so. Den verwende ich natürlich auch auf der Nase. Und das Lippenhighlight, das machen wir dann. Ich will jetzt nochmal mit diesem, wie lange geht das Video schon? 8 Stunden. Ich will jetzt nochmal dieses Puder von La Mer benutzen. Und zwar um meine Kontur quasi, ja, wie sagt man denn, so ein bisschen hervorzuheben, ein bisschen sauberer zu machen. Weil ja da jemand letztens runtergegangen hat, Franzi, deine Kontur ist nicht sauber. Was sicherlich daran lag, dass ich, ja, das ohne Puder, meine Kontur immer ohne Puder vorher drauf gemacht zu haben, einfach gemacht habe. Und zwar gehe ich jetzt hier nochmal so lang mit dem La Mer Puder. So, und das lassen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen an trocknen. Und in der Zeit machen wir die Lippen. Dieses Lippigment benutzen, und zwar ist das die Farbe Save the Queen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesagt. So ein wunderschöner Mauve-Ton in Kombination mit meinem Lip-Liner, wenn ich ihn finde. Sephora. Und dann kommt noch ein Produkt, was ich euch nicht gezeigt habe. Bleibt unbedingt noch dran. Das ist der absolute Wahnsinn, das Produkt. Ich hatte das nämlich im letzten Video schon drauf und da haben auch schon viele gefragt. Das ist so, so toll. Tragen wir uns jetzt erstmal den Lip-Liner auf. Mal sagen, die Lip Liner von der Sephora Eigenmarke sind sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr cremig, aber nicht zu cremig und die geben gut Farbe ab. Kommt noch das Lip Pigment drüber von NARS. Ich habe jetzt einfach nur gewartet, bis sich das Lip Pigment schön matt gesetzt hat und das geht ganz, ganz schnell. Ich finde die Farbe grandios. Sie hat auch einen schönen Blaustich drin, bedeutet, die Zähne werden schön weiß. Jetzt wische ich mir hier erstmal den restlichen, ja, seht ihr das? Jetzt kannst du ja gerne nochmal schreiben, meine Kontur besser gefällt. Wie gesagt, letztens hatte mir jemand geschrieben, dass meine Kontur nicht schön aussieht. Und jetzt verwenden wir diese hier, diese Dinger hier. Die sind von Ciate, C-I-A-T-E. Die machen normalerweise Nagellack. Ich wusste nicht, dass die Lippenprodukte machen. Erstmal finde ich die Verpackung mega cool mit diesem Glitzer hier. Und das ist einfach auch ein matter Lippenstift, ein matter Lipgloss quasi. Und den trägt man sich auf. Ich trage den jetzt nur auf die Mitte auf und passt auf. Als Highlight setze ich mir den ja, auf die Lippe, also nur in die Mitte und verblende das auch so ein bisschen. Und dann lässt man das antrocknen, so, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 1 bis 2 Minuten und dann passt auf. Guckt ihr, ich glaube, es ist jetzt gut angetrocknet, passt auf, dann presst ihr eure Lippen zusammen. Seht ihr das? Seht ihr, wie der glänzt? Wie der glitzert? Das ist ein matter Glitzer-Lip-Cream quasi.
die matt antrocknet und sobald ihr eure Lippen zusammenpresst, glitzert das. Und die gibt es in den verrücktesten Farben. Ich habe die bei Douglas bestellt. Ich habe 2 Farben bestellt und ich will alle haben. Da gibt es sogar noch so einen Blauton. Leute, ich und Blau. Ich möchte den haben für den Herbst. Ich glaube, man sieht das. Passt mal auf. Hammer. Einfach Hammer. So, Leute, ich muss mich beeilen. Mein Akku ist fast leer. Ich hoffe, dass ich das Video so geschnitten bekomme, dass es keine 5 Stunden geht. Habe ich hier noch einen sauberen Pinsel und Highlight über dem Lippenherz auf. Gern immer viel. Ich liebe Highlight über dem Lippenherz. Und Freunde, das ist der fertige Look. Habe ich mir schon das Dings aus dem... Ja, habe ich schon aus dem Gesicht gebürstet. Gleich das Ganze auch nochmal mit geöffneten Haaren. Ich finde den Look mega, mega schön. Ich würde auch so rausgehen. Also ich bin früher immer so rumgerannt, noch viel, viel krasser. Da habe ich dazu einen schwarzen Lippenstift getragen oder so. Ihr wisst das ja, viele kennen mich ja noch von früher. Ich finde den Look wunderschön. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, die Produkte mit euch auszuprobieren. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt aufschreiben, welche Produkte ich verwendet habe, dass ich beim nächsten Mal andere Produkte verwende. Ich kann sagen, auf dem ersten Eindruck hat mich komplett jedes Produkt begeistert. Wir müssen noch kurz setten, Freunde. Achtung, es wird nass. Ja, aber dass der Geruch absolut geil ist, darüber brauchen wir auch nicht streiten. Aber es ist halt echt viel zu nass. So, Freunde, um noch das Ende des Videos zu drehen, die Kamera ging nämlich aus, weil der Akku leer war. Sowas ist mir auch noch nie passiert. Also ich vermute, das Video ist sehr lang geworden. Falls ihr bisher gekommen seid, dann schreibt mal beruhige dich in die Kommentare. Das ist so mein neuester Spruch. Beruhige dich. Passt eigentlich immer. Und ich muss sagen, das Make-up jetzt, wie gesagt, schon eine Weile drauf. Ich glaube, ihr seht das auch. Es seht ihr? Beruhige dich. Ist jetzt sehr, sehr glowy, aber mir gefällt das. Also viele würden jetzt sicherlich schon sagen, es ist Speckschwarte. Ich finde es geil. Ich finde es einfach geil. Der Lidschatten, es ist nichts irgendwo hingerutscht. Also noch befindet sich Lidschatten nur auf meinem Ohr und neben meinem Schlubber. Also es ist alles super. Und also bis jetzt erster Eindruck. Richtig, richtig klasse. Und es hat mega viel Spaß gemacht, mich mit den Produkten zu schminken. Und ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Haselines, macht's gut. Tschüsselein und Nutschelein.